Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play Diablo 3 Beta. Wir sind Nerfers, Spyro und Dean und viel Spaß beim Zugucken. Hallo. So, gespielt werden Dämonenjäger von mir und Spyro spielt sein Barbaren. Dann wollen wir mal los, wa? Auf in die Schlacht. Jawohl. Die Atmosphäre ist ja schon duster. Düster. Oh, Zombie. Der geflogen ist. Das sieht doch geil aus. Voll. Aber dass das Spiel erst ab 16 ist, ist fragwürdig, finde ich. Weil allein schon wie da die Leute abgeschlachtet da liegen. Ja. Wunderbar. Guck mal hier, wie die alle hier rumliegen. Und da ist die erste Quest. Oh, Quest. Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedreht haben. Und hier würde es den ersten Erfolg geben mit den 20 Sekunden. Mit den 20? Es kommen immer mehr! In 20 Sekunden, das ist bei Runford hier, das ist Runford. Ach so, ich dachte, dass das dann beim Spiel ist. Nee, das ist bei ihm hier. Ah, okay. Ja, ich habe das nämlich mal nachgeguckt, weil wir letztens darüber gesprochen hatten. Und das ist beim Runford. Und Runford ist der hier. Cool. Neuer Rekord, 10 Monster gekillt. Hey, warte mal, das können wir auch noch herzeigen. Der Typ da ist genial, der ladet die toten Zombies da aus dem Wagen aus und macht Brennholz draus. Also sieht man ja auch beim Lagerfeuer, wie sie da drauf fliegen. Mhm. Und da packt er einen drauf. Zack und tschüss. Brutzel. Brutzel. Die Kameraeinstellung kann man übrigens über der Taste Z ändern. Da kann man so ein bisschen ranzoomen. Hier haben wir einen Heiler. Ja, der kann uns heilen, ne? Ja, aber Schaden haben wir jetzt nicht gekriegt. Aber guck mal! Ja, okay, Schaden haben wir keinen bekommen. Das sehen wir auch auf der Karte oben rechts. Oh, die Händler sind wieder da. Oh, warte, ich mach mal den Sound kurz ein bisschen lauter, weil es doch irgendwie leise ist. Kommt mal vor. So. Jetzt sollte das passen. Auf zu Leer! Chronik von Neutris. Schade. Aber mich wundert, dass da kein Buch dann droppt. Schon ein bisschen komisch, ja. Da fehlt es noch. Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Ich habe neue Kraft geschöpft. Der Bart wird immer so voller Blut bespritzt, wenn er kämpft. Hä? Ja, jetzt ist sie leider schon weg. Das kann man dann später, kann ich dann später nochmal zeigen. Aber es ist echt brutal eigentlich. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Guck mal, jetzt ist auch die andere Synchronstimme, also wenn er die anspricht oder ich. Hab Dank. Die Person, die Questgeber anspricht. Die werden dann unten im Dialog auch gezeigt. Ich finde mein Porträtbild hübscher. jetzt sind wir in dem Zimmer. Tagebuch Nummer 1. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... So, jetzt müssen wir wieder zu Rumford. Wieder zurück zum Anfang. Ja, wie alles begann, ne? Diablo 3, das Opening so gesehen, dass man den Charakter ein bisschen kennenlernt, die Stadt. Optisch sehr gut gemacht. Kings Haus, schauen wir da noch mal rein, weil der hat doch da auch ein Tagebuch, ne? Mhm. Da gibt's auch zwei Teile irgendwie. Teil 1. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Aber normalerweise geht man erst rein, wenn Cain da ist. Des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben.
Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten? Also sucht da unten noch irgendwas. Ui, jetzt gut. Da merkt man momentan, machen wir beide noch nicht wirklich Damage. Na, wir haben beide noch das Standardzeug. Ja. Das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. So, rechts unter der Minimap sehen wir die Quests, unsere Ziele. Tötet die scheußliche Königin in den alten Ruinen und drei scheußliche Mütter töten. So, die Mütter sind übrigens diese Wesen, die auf irgendwelche Zombies und ja, Zombies auskotzen, ja. Ja, irgendwie sowas, ja. Ganz komisch. Ganz krank. Paar Messer werden jetzt. Sag, guck mal, er hat das Messer im Kopf. Was? Hast du nicht gesehen? Er hatte... das hier, hab ich jetzt nicht gesehen, ne? Jetzt achte mal drauf. Jetzt werfe ich ein Messer, den zu meinem Kopf so. Zack. Ach, wirklich? Lol. Zack. Zack. Schreib dich hier mit Mutter auf. Mütter. Ja, komm. Und da haben wir sie, da haben wir sie. Mach das nochmal mit dem Messer. Zack. Und da sieht man es gut stecken. Der hat ein Messer, ja? Quer durch den Kopf stecken und er kann noch auf mich zugehen und hallo. Ja, ja. So, jetzt gehen wir hier mal rein. Ja. Modriger Keller. Aber du musst mal auf mit Z so lassen, ey. So nah Dinge. Dass die ganze Zeit so nah ist. Zack. Ich finde es schon ganz lustig aus. Wenn es so nah ist, ist auf jeden Fall mehr Optik, ne? Man sieht nicht so viel halt, ne? Ja. Aber trotzdem, gut gemacht. Modriger Plünderer. Money, money, money. Da ist noch einer. Das sieht man richtig schön, wie man... wie der Barb da richtig voller Blut bespritzt wird, hä? Wegen dem Kampf. Das ist... geil. da. So, warte jetzt. Schild. Ja, Items brauchen wir ja nicht. Na. Das Gute ist, man kann ja auch wirklich alles zerstören, ne? Das ist gut wie alles, ja. Ja. Die Wand geht nicht kaputt. Ah, das geht kaputt. Badabum. Tagebuch. Schachtel? Tagebuch? Schachtel? Tagebuch? Tagebuch. Ich kann die wahre Natur des Bösen nicht mehr verleugnen. Gillians Tagebuch. Das aus den Tiefen unter der Kathedrale emporsteigt. Es ist beinahe zu fürchterlich, die Wahrheit einzugestehen. Es ist der das Gute an dem Spiel ist auch wirklich, dass man... Diablo hier ist Barris. Das ist der Händler aus dem zweiten Teil übrigens. Und das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich den Typen sehe. Warte, der scheußliche Mutter, kümmere dir noch. Das Tagebuch möchte ich mal anhören. Das habe ich noch nie gehört. Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür? Daran sieht man wirklich, dass dieser Teil an den zweiten anknüpft. Geholfen zu haben. Ich habe Deckard Cain immer alte, also man sieht halt wieder halt alte Gesichter so. Das ist die Karawane. Damals war das im zweiten Teil wirklich der Fall, dass Barrows Karawane halt dem Spieler, den man im Teil 2 spielt, dabei hilft, gegen den dunkleren Wanderer zu folgen. Sprich, im Teil 2 war das immer so, dass der dunkle Wanderer ist halt Diablo gewesen, ne? Diablo hat sich halt im ersten Teil in den Krieger, der Diablo besiegt, damals reingesaugt, so gesehen, ne? Sprich, die Seele von Diablo ist in den Spieler reingewandert, so gesehen. Und im zweiten Teil ist dieser Krieger dann der dunkle Wanderer, der dann
sprich aus dem ersten Teil in den zweiten überwandert und so rumläuft und sowas. Ne? Und aus dem wird dann später wieder wiederum Diablo. Der verwandelt sich halt wieder. Okay. Dann, so gesehen ist der Spieler aus Teil 1 der Bösewicht Teil 2. Also, so ist mir die Geschichte zumindest vorgekommen. Mhm. So wie das aussah. Ja, Mutter! Und bam, Level up. Okay. Und daran finde ich eigentlich, die Story ist wirklich sehr interessant. So die Geschichte von A nach B laufen und was alles passiert und so weiter. Ich brauche mehr Zeit. Mir gefällt's. Das Spiel ist wirklich cool gemacht. Es sind noch sehr bekannte Synchronstimmen dabei, was ich ziemlich genial finde. Ja, die deutsche Stimme von Jared Butler oder Uma Thurman. Also da sind wirklich interessante Stimmen bei, ja. Und da sehen wir den ersten super Gegner. Haben gesehen. Ja, also da haben wir ihn zumindest gesehen, ja. Das sieht man immer an den Namen der Charaktere halt, ne? Hm? Die normalen Mobs sehen halt, haben glaube ich einen weißen Namen, ne? Warte mal. Die normalen haben ja weiß, ja. Und die schauen auch normal aus. Und die Special Mobs, ja, die... Die haben meistens die noch irgendeine Aura oder sowas. Ja. Kotzt nicht auf den Boden. Keine Manieren, also. Wie sie alle wieder durch die Gegend fliegen, hä? So, und jetzt sind wir auch schon beim ersten Mini-Boss, so zu sehen. Diablo selbst wandelte einst an diesem. Bei der Königin. Die kotzt auch auf dem Boden. Da und da sehen wir die Aura, ne? Die hat halt einen lilanen Namen und ist ein bisschen stärker, aber naja. Naja. So, jetzt gucken wir uns mal die Ruinen an. Komm. Jo. Zeigen wir mal die Ruinen. Hier ist übrigens von Griswold die Schmiede, ne? Aus dem ersten Teil. Aus dem zweiten Mensch. Griswold ist halt der Schmied aus dem zweiten Teil, der Deckard Cain entführt hat. Griswolds feinste Waffe. Ja. Und Griswold ist halt in Teil 2 so gesehen auch zum Zombie mutiert und der hat irgendwie Deckard Cain als Gefangenen gehabt bei Teil 2. Aber Deckard Cain ist auch nicht gerade der hellste, ne? Der wird irgendwie immer erwischt von den Viechern, ne? Ja, dummer alter Mann halt. Toter Milizsoldat. Das sind übrigens die Soldaten von Rumford, ne? Die Krieger, die hier rumgewandert sind. Aber irgendwie fanden die nicht so stark, ne? Naja. Geld. Prozente kriegen wir ganz gut. Ja. Also Level 3 haben wir ja schon erreicht. Ja. Ja. Da sehen wir die Ruinen halt, ne? Also man läuft hier lang und dann ist es halt so eine Art kleines Event, wo das dann zusammen bricht. Mhm. Jetzt kommen wir hier unten nochmal lang, weil hier gibt es auch noch ein Tagebuch irgendwo. Echt? Ja. Gucken wir hier noch ein paar kleine Monster. Ein paar Items mitnehmen. Geld ist Geld. Ups. Und da bricht wieder alles zusammen. Du hast eine Ausstrahlung. Das ist eine kleine Kiste. Genau, ich sag ja. Jillians. Ogden und seine Frau haben Großmutter und mir angeboten, weiterhin zu leben. Das ist jetzt der zweite Teil. Ich denke, das werden wir auch, nun da die Tage der Sorgen vorbei sind. Mich plagen noch immer schreckliche Albträume und ich hoffe, dass sie nachlassen. Aber es scheint, sie werden immer stärker. Bei mir war das Jillians, ja. Erstes Teil. Der erste Teil war doch von Dings, bei der anderen Schachtel. Draußen. Wo? Hast du gar nicht mitgenommen? Wo ist deine andere Kiste? Und jetzt laufen wir nochmal zurück, weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Für die erste Episode des Let's Plays. Wo? Ja, das ist jetzt ein Stückchen zurücklaufen. Wo? Ich komme mir so langsam irgendwie vor. Wo? Sag mal ehrlich, kommst du dir auch gerade so langsam vor? Ja, du gehst irgendwie und bleibst dann kurz stehen immer. Ganz komisch. Okay. Muss gleich mal kurz auf den Desktop gucken. Hier hinten war das irgendwo. Keine Ahnung, ich weiß das auch nicht. Müssen wir suchen. Eine kleine Kiste. Irgendwo hier am Rand war das.
Hast du wieder nicht mitgenommen, ja? Ich weiß nicht, da ist ja keine Kiste, Mann. Irgendwo hier ist eine. Ach, wir müssen noch weiter zurück. Ach Gott. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo das war. Das war bevor wir bei beim Verif waren. War hier links unten irgendwo. Ach, das meinst du? Hier. Ja, das war ein anderes. Das habe ich ja schon. Ja, aber bei mir war da das drin. Davon der erste Teil. Echt? Bei mir war da ein anderes Ding drin. Was hattest du denn da drin? Ding altes von Deckard Cain, das alte Tagebuch war da bei mir da drin. Ja, bei mir war da was anderes drin. Komisch. Witzig. Nein, komisch! Witzig, nein, komisch, witzig, nein, komisch. Eigenartig. Seltsam. Nein, eigenartig. Nein, seltsam. Oder komisch? Nein, witzig. Okay, hier sehen wir beides altes Zuhause, mitten auf der Landstraße. Alter, komm. In Niederösterreich. Niederösterreich? Ich hab doch nie in Niederösterreich gelebt. Warum ist denn eigentlich hier so ein Strahl? Ist schon komisch, oder? Weiß nicht, vielleicht hat das was, vielleicht ist da dann der Endboss. Dass man da runterspringen muss und da ist ein Diablo. Er war doch immer so nah. Weißt schon. Ja, ja. Total stumpfsinnig, aber okay. Er war immer so vor unserer Nase. Wieso haben wir das nicht kapiert? Ja, man rennt um die ganze Karte hier überall lang und dann ist er direkt vor Ort. Ja, genau. So, also, wieso habe ich das nicht früher gesehen? Jetzt teleportieren wir uns zurück. So, ja. So, jetzt sind wir auch schon fertig mit der ersten Episode vom Let's Play Diablo 3. Und bedanken uns bei Rumford mit Abgabe der Quest. Aber so. Es bindet.